Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, wollen wir mal schauen, was wir heute alles geschafft bekommen. Ich habe extra nicht ganz so lange geschlafen, wobei das jetzt vielleicht nicht taktisch so klug war, weil jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Ich kann nicht sehen, ob das blau ist oder nicht. Okay, die sind anscheinend noch nicht blau, so wie es aussieht. Also noch nicht erntereif, das meine ich jetzt damit. Na gut, dann, ja, ich habe ja einen kleinen Einspieler schon gemacht, dass unser Huhn bzw. unsere Hühner Nachwuchs bekommen. Ach, was ist mit denen eigentlich? Moment. Wie lange brauchen die denn? Ist noch zu jung. Okay, ja, dann sind die alle noch zu jung, würde ich mal sagen. Na gut, dann machen wir uns jetzt als erstes auf in die Stadt. Und zwar Reagenzien, Werkzeug können wir noch nicht machen, das können wir auch noch nicht. Ach genau, wegen dem Nadelholz. Das war's, das haben wir nämlich jetzt dabei. Und wir müssen die Frau mit der Wolle auch nochmal suchen. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wer das gewesen ist. Ich hätte mir vielleicht nochmal das Video angucken sollen. Die war nicht, ja gut. Wenn die weiter oben war, das ist zwar alles schön und gut, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts, wenn die nicht da auch ihr Geschäft hat. Oh, hi. Was stehst du denn direkt hier? Hi. Hallo Gameplayerin. In der Ruhe liegt die Kraft. Wie mache ich mich? Ein Anfang. Dein Leben bei uns beginnt sich zu entfalten. Ja gut. Ich dachte, vielleicht kommt doch nochmal was anderes. Aber anscheinend nicht. Wem muss ich das überhaupt geben? Moment, für Alfred. Für Alfred. Oh, wir waren jetzt Alfred. Moment. Ich habe mir extra eine Liste gemacht und jetzt habe ich dummerweise die Liste gerade nicht hier. Ich habe es mir zwar noch extra abfotografiert. Hä? Wieso bin ich hier über die Brücke gegangen, um da hinzukommen und das Stückchen hier ist überhaupt gar nicht gemacht? Aber was ist das hier? Das würde mich mal interessieren. Aber wahrscheinlich ist das nur Schnee. Alfred, Alfred. Ach, Alfreds, für Alfreds Farmladen? Okay. Der wollte Holz haben. Ach, der wollte, glaube ich, irgendwie einen neuen Zaun machen oder sowas. Kann das sein? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr so. Jetzt haben wir 7 Uhr. Naja, gut. Ich sage ja immer so schön, die Zeit rast. Also wir haben mindestens 9, schätze ich mal, bis wir unten ankommen. Dann wird er auf jeden Fall geöffnet haben. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind hier oben bei dem, bei der Schmiede. So. Das Einzige, was ich tatsächlich immer noch nicht rausbekommen habe, aber ich gehe mal stark davon aus, das hat damit zu tun, weil ich hier einfach nichts ernten darf. Das ist die Sache mit dem... Jetzt hänge ich hier wieder dran fest. Moment, da immer weiter auf der Seite runter und dann nach links. Okay, das ist die Sache mit der Leiter. Aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus, wie gesagt, dass das einfach nur damit zu tun hat, dass wir hier ja in dieser Stadt sind. Und da dementsprechend... Nee, das ist noch zu hoch... da dementsprechend dann auch die Bäume nicht abernten dürfen, sozusagen. Das war jetzt doof, oder? Ich hätte jetzt auf der Straße bleiben sollen. So, sind wir jetzt hier richtig oder müssen wir noch... Nee, wir müssen immer noch eins runter. Das sieht dann eigentlich immer so wenig aus. Und wenn man dann tatsächlich da durchläuft, ist das... eigentlich ein total riesiges Dorf, wenn man so will. So, was ist mit den Öffnungszeiten? Von 8 bis 12. Dann schauen wir mal. Müsstest du ja eigentlich hier sein. Du bist aber nicht hier. Warum? Ach, wir haben Samstag. Ach, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, super. Das ist wieder mega. Was ist denn mit euch? Pennt ihr noch, oder? Darf man euch stören? Ihr seid schon auf dem Feld. Nee, Moment. Er ist echt noch am Schlafen, oder? Hallo, wir haben 9 Uhr. Raus aus den Federn. Ja, Alfred. Guten Morgen. Morgen ist noch genug Zeit für ein Gespräch. Nein, ich will jetzt mit dir reden. Ach, steh doch auf, du fauler Hund. Ich will meine Aufgabe beenden. Aber wir müssen doch eigentlich noch mit... Moment.
Alchemieausrüstung, Material besorgen. Elaine, die Händlerin, was ist mit der? Außerdem bietet sie aus dem Marzitier. Ja, gut, die ist ja jetzt Sommer und Winter. Wir haben ja jetzt erstmal Frühling. Die ist ja jetzt noch nicht da. Hier, Tiersprache lernen mit Magda war das. Hat mir angeboten, mir die Tiersprache beizubringen. Dann vormittags zur Kuhkoppel. Oh, wo ist die Kuhkoppel? Da unten. Wir sind gerade hier. Perfekt. Dann machen wir das doch als erstes. Das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit machen. Und sag mir bitte, dass es noch vormittags ist. Eigentlich, offiziell ist es bis 12 Uhr, glaube ich, vormittags immer, oder? Soweit ich weiß. Ach, ja. Ich freue mich schon so. Geh doch mal ein bisschen schneller, Mann. Ich will die Tiersprache erlernen. Oder Tierfühlen, nicht Tiersprache, ne? Hallo Magda, ich sehe, ich komme gerade richtig. Hallo Gameplayerin, ja, komm herein zu uns. Das ist also Trude? Ja, das ist meine treue Trude. Dann zeig mal, was Trude so kann. Du musst sie genau beobachten, damit du die ihre Sprache verstehen lernst. Klar, mache ich. Also, Trude, aufpassen. Such Nahrung. Oh, wie ein Trüffelschwein. Ich dachte gerade schon. Nein, Trude, nicht nach Wasser suchen. Nahrung. Wir machen alle mal Fehler. Sehr schön, Trude. Und als nächstes Herde. Was war das jetzt? Ein Herz, oder? Das machen Herdentiere, wenn sie ihresgleichen treffen. Trude, aufpassen. Baby. Das war also die Begrüßung für die Kleinen. Oder von den Kleinen für die Mama. Süß, oder? Achtung, Trude, Freund. Das machen sie, wenn sie einen Freund treffen oder wenn du ihnen Nahrung bringst. Und zuletzt, Trude, Schlaf. Kipp die jetzt um. Okay, schade. Das war selbsterklärend. So, das war das Wichtigste. Hast du dir alles gut eingeprägt? Nö. Ich denke schon, dass ich das auseinanderhalten kann. Also das mit Schlaf, das kann ich mir merken. Für deine Bauernhoftiere wird es bestimmt reichen. Ich denke auch. Wenn du dir mal einen Hund oder eine Katze anschaffst, wird es schon komplizierter. Warum das? Sie leben näher mit den Menschen zusammen und sind deshalb intelligenter. Also kann ich mehr mit ihnen kommunizieren? Ja, und du kannst ihnen auch vieles beibringen. Was denn zum Beispiel? Katzen und Hunden können dir bei der Ernte deiner Äcker helfen. Katzen können dir bei der Ernte der Bodenbedecker helfen und Hunde ernten die Gemüsepflanzen. Du brauchst danach nur noch alles einzusammeln, weil die rumbuddeln oder wie? Genial, wie bekomme ich denn eine Katze oder einen Hund? Momentan haben wir keine Jungen. Da musst du dich noch gedulden oder woanders umschauen. Schade. So, das war's mit meiner Vorstellung. Das war sehr lustig und auch lehrreich. Danke, Magda. Gern geschehen. Wir sehen uns. Ich liebe diesen Ton. Tierversteher, lerne die Tiersprache. Oh, und ich liebe Errungenschaften. Ah, sehr schön. Hatten wir denn noch was, was wir eigentlich machen wollten? Ach, den Einsiedler, genau. Tiffany hat mir geraten, den Einsiedler Wood zu besuchen. Er wohnt irgendwo in den Wäldern nördlich vom Waldheim. Okay, da ich jetzt nicht weiß, was jetzt mit dem anderen ist. Pennt der jetzt immer noch, oder was? Warte mal, bist du das? Ach, Alfred. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Unsere beiden Kinder sind eine große Hilfe. Sie kümmern sich um viele Kleinigkeiten und nachmittags dürfen sie zusammen mit Gilberts Kindern am Fluss spielen. Ja, danke, toll. Hier bitte dein Holz. Danke, das ist gut. Die Zäune hatten keinen weiteren Winter überlebt. Siehste, wusste ich doch, es waren die Zäune.
Wo du nun so viel für uns getan hast, hat Magda vorgeschlagen, dich am Sonntag zum Essen einzuladen. Oh, Essen wäre toll. Wann soll ich denn ungefähr kommen? Sonntag gegen 19 Uhr würde gut passen. Okay, schreibe ich mir auf. Moment, Sonntag, 19 Uhr, Essen, Bauernhof. So, alle laden mich zum Essen ein. Das ist cool. Ich brauche mir gar nichts mehr zu essen zu machen, sondern ich werde jetzt jeden Tag von jemand anderem eingeladen und dann habe ich immer genug Nahrung. Deine Frau meint, ach nee, Moment, das mit den Tieren ist okay. Ja, bestätige nur nicht, dass du da hingehst. Geh einfach woanders hin. Alles gut. Wir müssen nach oben, zeigt er an. Aber wo müssen wir dann letztendlich hin? Ich bin doof. Ich vergesse das immer wieder. Moment, die rote Fahne ist, glaube ich, das, wo wir hingehen müssen, oder? Ich halte mich jetzt erstmal an das, was ich hier unten sehe. Und geh mal immer weiter. Und krieg einen Niesanfall zwischendurch. Ist aber nicht schlimm. Ah, solange ich euch nicht mit anstecke, ist alles gut. So, wo bin ich denn jetzt hier? Irgendwo im Wasser. Das ist immer gut. Alter! Ich sehe jetzt auch die anderen Tiere, oder was? Also, was sie so denken. Das ist ja cool. Und wenn jetzt irgendeiner aggressiv auf mich ist oder so, dann sehe ich das hoffentlich auch. Warte mal, was bist du denn hier überhaupt? Ach so, Waldranke. Ja, gut. Das sah jetzt gerade so neu aus. Bist du eine Katze? Hallo? Hallo, ich würde dich gerne streicheln. Wieso? Ich muss mir echt mal hier Dings mitnehmen. Einen Käfig mitnehmen. Wo sind wir denn hier? Wir sind direkt hier oberhalb von der Brücke. Oh, ich muss mir das mal... Aber die gehört bestimmt irgendjemanden, oder? Nee, Moment, ich wollte 8 drücken. Die dürften... Ja, meine ich doch, die dürften doch gut sein. Die nehmen wir mal einfach mit hier so unterwegs. Die anderen, die sind alle nicht mehr gut. Aber der hier, den kann ich noch mitnehmen. Die Pilze darf ich ja wenigstens mitnehmen. Aber von denen mal eben was stibitzen hier vom Feld, das darf ich nicht. Oh, ah nee, da komme ich nicht rum. Moment, bin ich denn jetzt? Ach, da bin ich. Na gut. Was bist du denn? Du bist wieder so eine Maus, ne? Ja. Ach, jetzt sehe ich das auch, wenn ich stehen bleibe, wenn man sich so bewegt. Ich habe ja anfangs immer Ratte dazu gesagt, das weiß ich noch. Wobei Ratten auch sehr süß sein können. Also eine aus meiner Klasse hat damals in der Schule mal eine dabei gehabt. Die hat nichts gemacht, die hat immer nur geschlafen bei ihr in der Kapuze. Deswegen haben die Lehrer das auch nicht mitbekommen. Aber dann irgendwann hat die mal rausgeholt und wir durften die alle streicheln. Das war total cool. Lustigerweise haben sich ein paar Jungs geekelt, aber die Mädchen haben die alle streicheln wollen. Die war auch total süß. Die war aber auch sehr lieb, muss ich dazu sagen. Also nicht meine Freundin von damals. Die war auch lieb. Aber ich meine jetzt die Ratte. Gut. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Was habe ich denn gesagt? Nach oben und nach links. Also das scheint das Ziel zu sein. Es sei denn, ich habe jetzt noch was anderes hier scharf geschaltet. Dann habe ich jetzt Pech gehabt. Oh, guck mal, hier oben haben wir auch noch mal ein paar... Komme ich da hin? Es wird ja manchmal so ein bisschen geblockt, dass man da nicht so durchgehen kann. Aber ich sag mal, wenn ich hier schon unterwegs bin, dann kann ich auch direkt hier die Pilze mitnehmen, ne? Ach, komme ich hier überhaupt hoch? Das ist doch wieder dieses... Ah, nee, da kann ich links rum. Also hier die Gegend, das weiß ich noch, weil ich habe ja den Guide gemacht und dann habe ich ja auch diesen Spielstand allerdings ein paar Tage vorher gehabt. Da weiß ich nämlich, das war ganz blöd hier durchzukommen mit dem Wasser, das war dann überall. Das, da bin ich mir nicht sicher, aber ich schätze diese drei, ja, Totenköpfe heißen, dass das da drin wohl ziemlich heftig sein wird. Ach, hier sind keine Pilze mehr, ne? Sauerei. Ich dachte, ich kann unterwegs noch was einsammeln. So, hier geht's hoch. Das ist aber nicht der Einsiedler, den ich jetzt kenne. Moment, ich muss mal eben... So, sonst habe ich das die ganze Zeit da unten. Erstens. Hallo, was bist du denn?
Und zweitens, du müsstest der Einsiedler sein, nehme ich mal an. Wieso läufst du hier mit nacktem Oberkörper herum? Bleib mal stehen. Warte, so. Hallo Wanderer in den Wäldern. Was tust du hier allein im Wald? Ja, was tut er wohl allein im Wald, wenn es ein Einsiedler ist? Ich lebe in den Wäldern. Siehst du meine Lichtung dort? Dort habe ich alles, was ich brauche. Und die Natur sorgt für mich. Und das jeden Tag. Wie meinst du das? Ich sehe hier gar keine Anpflanzung. Die brauche ich nicht, denn meine Tiere bringen mir aus den Wäldern alles, was ich benötige zum Leben. Meint er das jetzt wortwörtlich? Hat er die dressiert oder was? Das finde ich cool. Wenn meine Tiere mir, also ich habe ja eigentlich fast keine, aber wenn ich denen das beibringen könnte, dass die mir was bringen, das wäre cool. Du würdest staunen, wie einfach es ist, in der Natur zu überleben. Es gibt so vieles, was wir essen können und was uns gesund hält. Gut, aber wie ist das mit Gesellschaft? Ist es nicht zu einsam hier draußen? Hallo, er hat doch gerade davon gesprochen, dass er Tiere da hat. Ich bin glücklich mit meinen Tieren hier im Wald und manchmal kommt mich Josef aus Waldheim besuchen und erzählt mir Geschichten aus dem Dorf und von seiner Forschung. Er ist ein Prophet, sagt er, aber ich habe mehr den Eindruck, dass er selbst auf der Suche ist. Ach, den Prophet hatte ich zufällig mal gefunden. Der ist nämlich weiter unten rechts irgendwo. Da muss man dann allerdings mit einem Bötchen rüberreisen, was ich leider beim letzten Mal, glaube ich, war es, nicht gefunden hatte. Was meinst du, sucht Josef? Das Gleiche, was wir alle suchen, unseren inneren Frieden und unsere Bestimmung. Ich sehe, auch du bist auf der Suche danach. So könnte man es nennen, ja. Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben? Bleib wachsam und folge stets den Wünschen deines Herzens. Das ist alles? Nun, es ist eine ganze Menge, wenn du es richtig anwendest. Es ist nämlich gar nicht so einfach, immer in der Gegenwart zu leben und auf die leise Stimme deines Herzens zu hören. Viel einfacher ist es wohl, den Wünschen deines eigenen Egos zu folgen. Das werde ich mir merken. Erzähl mir doch noch mehr von deinen Tieren. Meine Tiere sammeln für mich meine Nahrung und wärmen mich im Winter. Da fällt mir ein, dass es etwas gibt, wobei du mir helfen könntest. Eins meiner Eichhörnchen ist seit einiger Zeit verschwunden und ich fühle, dass es in Schwierigkeiten steckt. Warum wusste ich jetzt, dass der Eichhörnchen hat? Wahrscheinlich kennt keiner, der jetzt gerade dieses Let's Play guckt, das Spiel Star Stable. Aber da gibt's auch so einen Einsiedler und der redet mit Eichhörnchen. Den haben alle für verrückt erklärt. Wobei ich dann später auch mit Eichhörnchen da reden konnte, muss ich dazu sagen. Und er hat ein Eichhörnchen, wie hieß das nochmal? Nachrichtensystem. Und die trommelten quasi dann in der ganzen Gegend herum, also trommeln in Anführungszeichen, und haben ihn dann benachrichtigt, was überall so losging. Das war auch ziemlich cool. Wo hast du es denn zuletzt gesehen? Es war dort hinten an den Felsen unterwegs. Hilfst du mir, meinen kleinen Freund zu retten? Gegenzug. Ja, nee, ist klar. Ja, klar, das mache ich gern für dich. Sehr schön. Dann zeige ich dir auf deiner Karte den Ort, wo ich meinen Freund zuletzt gesehen habe. Ich gebe dir einen Käfig mit, dann kannst du ihn leicht einfangen. Oh, bitte lass mich den Käfig behalten. Ich möchte die Katze gerne einfangen. Aber ich glaube, die gehört wirklich... Moment. 7. Ist das der Freund? Ich sehe hier gerade so ein Kaninchen. Kaninchen. Okay, schade. Das ist einer, der hier frei rumläuft. Das ist einer von denen, die Auslauf haben. So, Moment. Muss ich das... Essen mit Alfreds Familie. Vermisstes Eichhörnchen. Das muss ich erstmal andingsen hier, ne? Genau. Was habe ich hier eigentlich? Ich wollte ja gerade noch nachgucken. Upsa. Meuchelkamm. Setz dich wieder rein. Leuchtet Türkis und Violett, Zutaten für einige Zauber. Das habe ich mir fast schon gedacht. Oh, das ist sein Stein, oder? Den kann ich nicht zufälligerweise... Ja, schade. Da ist noch eins. Aber das bist du. Du bist das nicht, oder? Wo versteckst du dich jetzt? Okay, ein bisschen weiter oben rechts. Ah, Moment. Kann man das auch mitnehmen? Noch zu jung, um geerntet zu werden. Schade. Ich muss ja immer mal so ein bisschen hin und her switchen. Jetzt ist es... wo ist es denn jetzt hin? Unten? Es soll hier sein, aber da oben habe ich wieder eins gesehen. Moment, jetzt ist es links. Hallo, Eichhörnchen? Ich sehe dich nicht. Woher soll ich wissen, wo du bist?
Hallo Eichhörnchen, ich klicke einfach mal überall. Jetzt ist es oben rechts wieder. Hä? Bin ich doof? Ach so, ist in der... Ach, das mit der Höhle habe ich jetzt wieder total... Ist in einer kleinen Höhle verschwunden und Wut hat mir den Auftrag gegeben, es zu suchen. Okay. Aber wie komme ich jetzt da rein? Oder darf ich nichts in der Hand haben? Moment. Können wir mal eben versuchen. Ach so, falsch. So. Wie komme ich da rein? Die Höhle will nicht, dass ich reinkomme. Hallo? Hallo? Höhle? Ah, oder muss ich die... Moment, das sieht so aus. Das sollte ich hier nicht tun. Hm. Auch nicht. Wieso darf ich hier nicht rein? Ist ja gut, ich habe ja schon lange nichts mehr in der Hand. Wieso komme ich hier nicht rein? Hä? Weil den Käfig kann ich da nicht drauf anwenden, irgendwie. Dass sie dann von oben irgendwie quasi... Aber das ist natürlich auch Blödsinn, wenn sie jetzt von oben versucht, das Eichhörnchen da in den Käfig zu kriegen. Hä? Bist du das vielleicht? Bist du vielleicht schon wieder rausgekommen? Nö. Ja, aber wie komme ich jetzt... Oder muss... Ach, warte mal. Oder brauche ich dafür eventuell die Leiter? Kann das sein? Aber da ist doch eigentlich ein Leiter drin, oder nicht? Anscheinend brauche ich die nicht dafür. Hm. Ja, wie komme ich denn da jetzt rein? Hilfe! Ich komme nicht in die Höhle. Ah. Ist in einer kleinen Höhle verschwunden. Wut hat mir den Auftrag gegeben, es zu suchen. Ja, aber heißt das, das kann jetzt auch hier drumherum laufen? Weil das eine wollte der ja nicht nehmen. Da, du bist aber jetzt nicht das Eichhörnchen. Weil da habe ich jetzt schon ein paar Mal versucht, dich zu fangen. Davon lasse ich die Finger, sagt die nämlich immer. Die soll aber nicht die Finger von lassen. Die soll entweder da reingehen oder das Eichhörnchen holen. Hm. Also entweder bin ich jetzt ganz doof, was ich sowieso bin, davon mal abgesehen. Entweder stehe ich jetzt hier komplett auf den Schlauch oder irgendwas. Ja, mein erster Gedanke ist natürlich immer, dass da irgendwas verbuggt ist, ich weiß, aber... Also für mich wäre es so, dass ich eigentlich hier oben oder unten da ran müsste und dann könnte ich da rein. Aber das geht halt nicht, egal ob mit oder ohne, weil wenn ich nichts in der Hand habe, drücke ich auch beide Tasten. Vorsichtshalber, ne, falls ich mal wieder die falsche drücke und das funktioniert nicht. Wenn ich nach da gehe, dann will der aber auch nicht das Eichhörnchen haben, sondern dann sagt er halt eben auch, hier ist die Höhle, geh da in die Höhle rein. Hm. Das wurmt mich jetzt, ne? Das wurmt mich jetzt wirklich, abgesehen davon, dass der Tag auch schon wieder fast rum ist, aber... funktioniert halt auch nicht, wenn ich es kaputt machen will, ne? Ja, das ist ja toll, dass du müde wirst. Das interessiert mich nicht. Du sollst dieses Eichhörnchen hier finden. Ah. Hm. Tja. Also keine Ahnung. Ich meine, ich könnte hier mal, aber das bringt mir ja auch nichts, wenn ich hier den Baum wegmache, ne? Ob da vielleicht irgendwas blockiert oder so? Also wegen der Hitbox oder sowas meine ich jetzt. Aber da
Das ist immer noch mal. Ah, nee, das ist nur markiert, weil ich hier. Naja, das geht immer noch nicht. Ich mache jetzt hier fleißig alles drumherum weg. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht noch reinkomme. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Also ich drücke die rechte Maustaste, ich drücke die linke Maustaste. Ich versuche den Käfig da zu benutzen, falls man den irgendwie von oben, ne, machen kann. Aber es tut sich halt nichts. Wo ist der Käfig jetzt? Moment, auf 7. Es tut sich halt nichts. Das ist ja doof. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was mit den Eichhörnchen ist? Sonst klaue ich dich. Was ist das hier eigentlich für ein Baum? Das ist ein ganz anderer, oder? Es tut mir leid, aber ich kann dein Eichhörnchen nicht finden. Okay, jetzt ist er sauer auf mich. Jetzt redet er nicht mal mit mir. Schade. Ja, also auch das mit der Leiter, das können wir jetzt auch nochmal probieren, jetzt, wo die Bäume weg sind, aber das wird mir nichts bringen. Ja, es ist komisch. Also es ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht ein kleiner Bug drin sein könnte oder sowas. Oder es gibt da es gibt vielleicht irgendeinen Trick da drin. Ich weiß es nicht. Ich mache mal hier die Gegend mal ein bisschen freier. Ich meine, der fallen jetzt die Augen gleich zu, aber ich gucke trotzdem hier mal eben so ein bisschen rum, ob wir noch irgendwas finden. Was ist denn das Blaue hier? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht, aber ich nehme es mal mit. Ach, ich glaube, das sind hier diese lilanen Pilze da. Ich will dem jetzt nicht alles hier wegnehmen, aber den einen nehme ich noch mit. Was ist mit dir? Ach, du bist am Schlafen. Ach, cool. Na gut, ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause, weil Schlafen ist halt. Nee, du sollst den nicht aufheben. Ich wollte eigentlich nur auf mich draufklicken, aber okay. So, was haben wir denn alles dabei? Moment, dann können wir das einmal da rein tun. Die Pilze habe ich doch auch irgendwo drin gehabt. Aber frag mich nicht nach Sonnenschein. Das kommt da rein. So. Da hatte ich die Pilze, genau. Einmal auffüllen, bitte. Und Morchekamm leuchtet. Rezepte und Zutaten. Ja, machen wir jetzt erstmal mit hier rein. Können wir ja später immer noch woanders reinmachen. Den Käfig müssen wir erstmal behalten. So, das sind die Quest-Sachen. Ich würde es halt gerne so ein bisschen sortiert haben. Den hatte ich? Nee, den hatte ich noch nicht da drin. Ach, hier haben wir auch Samen von bekommen. Ach, cool. So, Holz legen wir dann woanders hin. Ich wollte eigentlich jetzt in dieser Folge mal was verkauft haben, aber da wir jetzt eh Sonntag hatten, hat sich das quasi damit jetzt erledigt. Das Holz tun wir auch mal wieder zurück. Nehmen wir das mal hier unten. So. Das lassen wir noch drin. Das lassen wir noch drin. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Das passt jetzt auch super, wenn ich sowieso schlafen gehe. Aber ich muss jetzt echt mal gucken, was dann damit ist. Also ich werde den Entwickler nochmal drauf ansprechen, ob das vielleicht sein könnte, dass da irgendwas ist oder ob man da noch irgendwie einen Trick 17 anwenden muss, damit man da reinkommt, weil ich da halt nicht draufdrücken kann, nicht reingehen kann. Ja, ich habe versucht, einfach nach unten zu gehen, das hat auch nicht, oder nach oben halt, das hat auch nicht geklappt. Ich weiß es nicht. Müssten wir nochmal in der nächsten Folge probieren. Dann hätten wir dann hätten wir wieder Montag. Dann könnten wir auch nochmal gucken, dass wir unser Essen verkaufen, weil ich müsste das jetzt verkaufen können in der nächsten Folge. Wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge.
Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!